Geil, Alter! Endlich eine neue Folge von Privilegierter Influencer macht Real Talk Video über privilegiertes Leben. Mmh. Schön. Eigentlich war mein Plan, statt diesem Video wieder ein Best of Mina and Friends 2023 zu machen. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Es war ein Video, wo ich die meiner Meinung nach lustigsten und besondersten Momente in einem Highlight-Video zusammengefasst habe. Und eigentlich wollte ich das auch wieder machen. Und ich hatte auch schon eigentlich alle Videos runtergeladen, in mein Schnittprogramm importiert, die ersten Videos gesichtet. Und da ist mir aufgefallen, wie krass ich mich in meinen Augen eigentlich dieses Jahr verändert habe. Also zwischen der Person, die ich Anfang des Jahres war, versus jetzt liegen Welten. Zumindest fühlt sich das für mich so an. Und anstatt diese veraltete Version jetzt nochmal hochzuholen, möchte ich eigentlich viel lieber über die ganzen Dinge sprechen, die eigentlich passiert sind und mich so beschäftigt haben das Jahr über. Denn das meiste davon hat es irgendwie gar nicht so richtig auf meinen YouTube-Channel geschafft. So eine Art Video ist bei mir auch schon ewig her und ich muss sagen, dass es sich auch so ein bisschen ungewohnt anfühlt, mich so zu öffnen, so Gefühle, cringe, wirklich furchtbar. Aber ich fände es auch irgendwie unfair, jetzt einfach irgendwelche Änderungen vorzunehmen, ohne überhaupt was zu sagen. Also, fangen wir an. Für mich hat dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr krass angefangen. Ich wurde in einem Management aufgenommen. Ich habe zum ersten Mal, seit ich 2015 diesen ganzen Bums hier als Hobby angefangen habe, Werbekampagnen bekommen. Das war crazy. Und ich habe mich Ende des Monats dazu entschieden, meinen alten Job zu kündigen und zu versuchen, das alles hier mal hauptberuflich zu machen. Diese Entscheidung war auf jeden Fall nicht leicht und mit sehr, sehr vielen Sorgen verbunden. Aber ich dachte mir, wenn du dich jetzt nicht traust, traust du dich vielleicht nie. Und ich wollte es zumindest einmal in meinem Leben versucht haben. Parallel lief es auf meinem YouTube-Channel echt gut. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und zum Beispiel die Tomodachi Live Streamer-Reihe gestartet, die so viel besser ankam, als ich es jemals erwartet hätte. Im Mai war es dann soweit und mein erster Monat als Vollzeit-Creatorin hat angefangen. Und dann gab es erstmal viel Trial and Error. Möchte ich eher den Fokus auf Streams oder auf Videos legen? Was für Content möchte ich machen, mit wem und für wen. Und gleichzeitig kam auf einmal so eine gewisse Realization, weil auf einmal war das hier nicht mehr nur mein Hobby, was ich nach Lust und Laune machen konnte. Auf einmal war die Performance der Dinge, die ich mache, deutlich relevanter. Und wenn das passiert, läuft man, wenn man nicht aufpasst, in meinen Augen Gefahr, sehr, sehr schnell in irgendeiner Form von Teufelskreis oder Hamsterrad zu landen. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass man versucht, regelmäßig zu posten, einmal die Woche oder so, damit die Leute bloß nicht vergessen, dass man existiert. Selbst wenn das Video vielleicht noch nicht ganz so war, wie man sich angedacht hatte und es vielleicht besser gewesen wäre, wenn man noch mal ein bisschen länger dran arbeitet. Oder man entwickelt eine Neigung dazu, nur noch eine bestimmte Art von Content zu machen, weil man weiß, dass es das ist, was die Leute hauptsächlich sehen wollen. Man schlachtet Formate und Gimmicks aus, zieht sie gegebenenfalls unnötig in die Länge und saugt ihnen sämtliches Leben raus, sodass sie enden wie die Oma aus der Schokoladenfolge in SpongeBob. Und das ist wie jemanden für mich, die sich gerne neu erfindet und verändert. Nicht so geil. Deswegen habe ich auch probiert, in verschiedene Formate oder Spiele reinzuschauen, damit ich bloß nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden kann. Und dann sitzt man da, postet ein Video, auf das man stolz ist und eins der ersten Kommentare ist, wann kommt wieder Tomodachi Live? Und wenn dein Erfolg und jetzt auch dein Einkommen von Zahlen abhängig ist, fällt es sehr, sehr schwer, sich dem nicht einfach hinzugeben und basically Content wie am Fließband zu machen. Doch was in meinem Fall nochmal besonders ist und auch schwer war, sich einzugestehen, war, dass es bei mir nicht nur unbedingt anderer Content ist, den die Leute sehen wollten, sondern andere Leute. Lasst mich dafür ein bisschen ausholen und euch die Lore geben. Als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich mir fest vorgenommen, meine Beziehung zu keinem Fokus in meinem Content zu machen. Ich habe ja mit Vlogs angefangen und selbst wenn Max irgendwie mal in einem Video vorkam, habe ich ihn nie ins Thumbnail oder in den Titel gehauen. Ich wollte immer als eigenständige Person und Creatorin wahrgenommen werden. Das war mir unfassbar wichtig. Und ist es auch heute noch. Dieser Stolz ist mir aber auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden und besonders gemerkt habe ich das, als 2020 die Among Us-Phase losging. Für unfassbar viele Creator war das straight up ihr Durchbruch, weil natürlich Lockdown war und noch nie so viele Videos und Streams irgendwie konsumiert wurden, aber auch noch nie so viele Creator was zusammen gemacht haben. Und während andere Creator so krass davon profitiert haben, mit Head of Blood oder um und in der Spandauer Among Us-Lobby irgendwie Content zu machen, blieb das bei mir verhältnismäßig aus. Aber das war so eine bewusste Entscheidung, weil mein Gedankenprozess halt immer war, wenn du das so machst, dann werden dich alle nur als die Freundin von Hand of Blood sehen, darauf reduzieren, sämtliche Erfolge darauf zurückführen und so weiter. Denn es macht einfach einen Unterschied, ob man von Freunden einen Push bekommt oder von jemandem, mit dem man zusammen ist. Deswegen wollte ich immer unabhängig und eine für sich selbst stehende Streamerin und YouTuberin sein. Eigentlich. Gleichzeitig kam in mir extremer Frust auf, weil ich gesehen habe, wie unbeschwert alle anderen zusammen Content gemacht haben. Ich war legit wie dieses Thaddäus-Meme, was aus dem Fenster geschaut hat und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht wieder schlusslich gefühlt habe. Ich wollte einfach nur mit den Leuten, die ich mag, coole Videos und Streams machen. Also bin ich im November 2021
nach Abschluss meines Studiums über meinen Stolz und meinen Schatten gesprungen und habe die ersten Diary-Videos hochgeladen, in denen ich dann auch mal deutlicher gezeigt habe, dass dann Max oder Sterzi drin vorkommen. Und wer hätte es gedacht? Die Videos kamen unfassbar gut an. Parallel hatte ich mir Ende 2021 das Ziel gesetzt, 2022 mehr Content in Richtung Gaming zu machen, beziehungsweise generell Content, der nicht mehr so krass auf mein Privatleben aufbaut. Ich habe angefangen mit Anjor, meinem Cutter, zusammenzuarbeiten und das erste Mal sowas wie ein Kanalkonzept ausgearbeitet. Das Ganze war, wie bereits gesagt, seit ich angefangen habe, eigentlich nur ein Hobby, beziehungsweise irgendwann als Geld im Spiel, war natürlich eine Nebentätigkeit. Ich hatte parallel immer studiert und im Mai 2022 habe ich ein Jahr lang bei Brave gearbeitet. Das ist ein Merchandise-Unternehmen für Content-Creator und E-Sport-Teams. Aber tief in mir war halt immer so ein bisschen dieses Was-wäre-wenn und das Bedürfnis, irgendwie herauszufinden, ob da Potenzial ist, was man entfalten kann. Ich glaube, dieser Gedankengang ist auch irgendwie natürlich, wenn basically dein gesamtes Feld aus Content-Creatern oder Leuten aus der Branche besteht, weil wenn man von diesen Leuten umgeben ist, fühlt es sich irgendwie machbarer an, als ob so eine reelle Chance besteht, dass man es selbst schaffen könnte. Im März 2022 habe ich dann die Diary-Serie beendet und meinen Fokus auf Gaming und Stream-Highlight-Content gelegt. Und im April sollte dann ein Spiel erscheinen, was, und ich sag's jetzt mal so dramatisch, mein Leben verändern sollte. Switch Sports, der Nachfolger von einem meiner absoluten Lieblingsspiele aus meiner Kindheit, Wii Sports, kam raus und ich hatte einfach ultra Bock, das mit Freunden im Stream zu zocken. Aber nicht online, sondern wirklich für den Nostalgie-Kick vor Ort. Also habe ich Max und Sterzig eingeladen, wir haben es gemeinsam gezockt, hatten viel Spaß und dann wurde das Ganze als Highlight-Video auf YouTube hochgeladen. Und ich hatte natürlich gehofft, dass die Leute das cool finden, aber womit ich halt nicht gerechnet habe, war diese Resonanz. Weder bei dem Hauptvideo noch bei dieser Schnapsidee von einem Outtake-Video, also das war crazy. Es haben mehr Leute als jemals zuvor meinen YouTube-Kanal gefunden. Und ehe ich mich versehen habe, bin ich in der Schublade gelandet, die ich so lange versucht habe zu vermeiden. Denn als jemand, der schon über 10 Jahre YouTube-Konsument ist und sich mit dieser Szene beschäftigt und sie liebt, wusste ich, dass all diese Leute nicht wegen mir da waren. Also habe ich mir von dem Content gemacht, wegen dem diese neue Zuschauerschaft abonniert hat. Sprich, mehr Videos mit Max von Sterzig. Ich habe dann versucht, eine Balance zwischen diesen Videos zu finden und denen, in denen ich alleine bin. Und ich bin unfassbar stolz darauf, dass ich mittlerweile an einem Punkt angekommen bin, in dem ich was hochladen kann und das über 40.000 Mal geklickt wird. Das ist alles andere als selbstverständlich für mich und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber, und das muss ich mir eingestehen, an den Erfolg von den anderen Videos kommen sie einfach nicht ran. Und darüber habe ich einfach sehr viel nachgedacht in letzter Zeit und mich auch mit Leuten aus der Branche ausgetauscht. Ich habe zum Beispiel sehr ausgiebig mit meinem Bekannten Benny gequatscht, dessen Job es ist, den YouTube-Algorithmus zu beobachten, zu analysieren, zu verstehen und darauf basierend irgendwelche Content-Strategien aufzubauen. Und das Geile ist, er hat diese Thematik selbst schon mal an einem Beispiel von Dave behandelt, deswegen kann ich euch einfach einen Ausschnitt von diesem Video zeigen. Wir haben jetzt aktuell einen Push von außen, der bedeutet, dass eine fremde Community von einem anderen Kanal, also in dem Fall von Fritz' Kanal, kommen jetzt dorthin und kriegen Informationen, die sie nirgendwo sonst bekommen. Und nach 2 Wochen ist das Video auf dem ähnlichen Stand wie seine anderen Videos. Diejenigen, die committed sind von seiner ehemaligen Community, die klicken da drauf. Aber diejenigen, die halt aus der Seven vs. Wild Doku kommen, die kommen ja nur wegen Seven vs. Wild und nicht wegen Dave. Weil es wirklich sein kann, dass diese Last, und ich sage das immer zu anderen Creators, mit denen ich arbeite, bei einem Push, ist das wie eine Bleiweste, dass eine falsche Zielgruppe dich beim Schwimmen runterzieht und du es schlechter schaffst, wieder nach oben zu kommen. Und genauso fühlt es sich gerade für mich irgendwie an. Wie eine Bleiweste, die ich mir komplett selbst angezogen habe. Und natürlich könnte ich da jetzt weiter reinspielen und es mir einfacher machen, indem ich noch mehr Videos mit Max und Sterzig mache. Aber dafür mache ich das ja alles nicht. Und ich bin auch nicht Grinder oder Hustler genug, um da einfach drüber hinwegzusehen und das Maximum an Klicks oder was weiß ich daraus zu holen. Ich möchte natürlich mit den Creatoren, die ich mag, Content machen. Aber ich möchte mich halt nicht in eine Abhängigkeit begeben und das habe ich halt gemacht. Wenn auch nicht absichtlich. Und vielleicht denken sich jetzt einige von euch, na und? Ist doch cool, wenn du durch dein Umfeld einen Push bekommst. Andere Creator würden für diese Chance jemanden töten in Minecraft. Also, nimm das doch einfach mit, mach das doch einfach. Aber dafür ist mir einfach der Aspekt der Selbstverwirklichung zu wichtig. Weil das war der Grund, warum ich mit all dem angefangen habe. Ich wollte mich kreativ ausleben und dabei Gleichgesinnte finden. Und ich wollte auch, dass Gleichgesinnte vielleicht mich finden. Doch mittlerweile fühlt es sich für mich immer öfter danach an, als hätte ich eine für mich eher unpassende Community bedient. Wenn ich mich, wenn vielleicht auch unterbewusst, so verhalte, dass Leute meinen Humor nicht checken, dass Leute unter den Videos mit Max und Sterzig kommentieren, dass ich wie ein Gast auf meinem eigenen Kanal wirke, wenn Leute, nachdem ich so ein Video gepostet habe,
Aufgabe schreiben, geil, endlich der Content, für den ich eigentlich abonniert habe. Oder wenn Leute sogar YouTube als Plattform verlassen, um in meinen Twitch-Chat zu kommen, um einen gediegenen Wo ist Henno First-Time-Chat rauszuhauen, dann bin ich irgendwo falsch abgebogen. Ich habe einfach übertrieben. Und dann haben auch Meilensteine wie das Erreichen von 100.000 Abonnenten, was auch 2023 passiert ist, und so krass diese Zahl auch ist und so dankbar ich dafür bin, es fühlt sich einfach nicht verdient an. Obwohl dieser Meilenstein immer mein Traum war. Stattdessen fühlt es sich so an, als hätte ich Motherload in Sims oder irgendeinen GTA-Cheat benutzt. In den letzten Jahren hat sich Social Media in meinen Augen sehr verändert. Das Grinder- und Hustler-Mindset ist komplett normalisiert, es wird glorifiziert. Mittlerweile gibt es gefühlt mehr Streamer, die einen Subathon gemacht haben, statt Streamer, die keinen gemacht haben. YouTube-Videos müssen so einen krassen Hook oder Twist haben und das alles, damit eine Sache gewährleistet ist. Wachstum. Denn wir alle wissen, bigger number, better person. Zahlen sind die Währung auf dieser Plattform und auf jeder anderen Social-Media-Plattform natürlich auch, an der halt dein Wert von den Zuschauenden gemessen wird. Ich meine, wie oft hattet ihr ein Video auf eurer Startseite, wo ihr dachtet, oh, das sieht eigentlich ganz cool aus, aber dann habt ihr die Views gesehen und nicht draufgeklickt, weil es irgendwie zu wenig waren. Aber auch bei Creatern oder der Szene generell, der Branche, habe ich immer öfter das Gefühl, dass dein Wert daran festgemacht wird, wie relevant du bist. Und es ist unfassbar schwer, sich als Teil der Szene davon nicht in diesen Sog reißen zu lassen. Ich meine, wie viele Wir müssen reden Videos gab es dieses Jahr, bei dem Creator zu dem Entschluss gekommen sind, dass sie so nicht weitermachen können. Und natürlich möchte man, dass der eigene Content gesehen wird, Aufmerksamkeit bekommt von Zuschauern, von Creatern innerhalb der Szene, sonst würde man es ja nicht posten. Das ist per se auch nichts Schlechtes. Auch ich bin ab einem bestimmten Punkt dem Wachstum hinterhergejagt, einfach weil ich von und zu Creatern gleichwertig wahrgenommen werden wollte. Und das ist halt nur so semi-gesund und nachhaltig. Mein Wert als Creatorin ist nicht davon abhängig, wie viele Klicks, Viewer, Follower oder sonst was ich habe. Und das versuche ich gerade in mein kleines Erbsen reinzudreschen. Ich habe also irgendwie immer mehr Content für andere gemacht. Fremde Communities, andere Creator, Bestätigung von außen, aber nicht so richtig für mich. Ich hatte mich so ein bisschen selbst verloren. Und das ist so schade irgendwie, weil ich habe eine eigene Persönlichkeit zu bieten, die für sich selbst stehen kann. Ich habe eigene Witze, ob die jetzt gut oder schlecht sind, sei mal dahingestellt. Und ich habe Drive. Ich habe so viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, völlig unabhängig davon, ob sie der Masse gefallen oder nicht. In den letzten Wochen und Monaten habe ich für mich so ein bisschen realisiert, dass es mir gar nicht so wichtig sein sollte, wie viele Leute mir zuschauen, sondern wer mir zuschaut. Weil das ist unter anderem, woraus ich Erfüllung ziehe. Und eine Community, auf die ich mittlerweile unfassbar stolz bin, ist mein Twitch-Chat. Mein Stream war so das erste Outlet, in dem ich mich nach und nach wieder getraut habe, in all meinen Facetten authentisch zu sein. Und jemand, der mich dazu insbesondere in der zweiten Jahreshälfte sehr inspiriert hat, war Philo. Ja, der Typ, der den Charakter spielt und sich damit auch schon die eine oder andere Kontroverse eingeheimst hat, hat mich dazu inspiriert, authentischer zu sein. Ironischerweise. Aber zu sehen, wie er mit seinem Content Leute in seinen Chat geholt hat, die mit ihm so unfassbar auf einer Wellenlänge sind, das hat mir Hoffnung gegeben, dass es vielleicht für mich auch möglich ist. Deswegen an der Stelle einmal danke, Felix. Und tatsächlich hat sich dieses Jahr unfassbar viel getan und mein Twitch-Chat hat eine Entwicklung durchgemacht, die ich Anfang des Jahres für undenkbar gehalten habe. Wenn ich live gehe, habe ich 99% der Zeit das Gefühl, dass die Leute wirklich für mich da sind. Und die Leute benutzen sogar 7TV-Emotes. Ich kann es nicht so richtig fassen. Manchmal fühlt es sich so ein bisschen so an, als wäre ich so Hannah Montana und würde so ein Twitch zu YouTube-Doppelleben führen, weil die Communities einfach mittlerweile so unterschiedlich sind. Ein anderes Projekt, das mir gezeigt hat, dass es sich wirklich lohnt, die Dinge, die man authentisch liebt, in die Welt zu setzen, ist Girl Cave, meine Brand. Ich darf dabei mit unfassbar talentierten und ambitionierten Menschen zusammenarbeiten und ich bin unfassbar dankbar für das Vertrauen, das mir da geschenkt wird. Denn 2023 haben wir das erste Mal Sachen gedroppt, die wirklich von null auf selbst produziert wurden. Der Schnitt, der Stoff, die Details, alles wurde von uns erarbeitet. Für mich war das alles neu, aber ich habe unfassbar viel lernen dürfen. Wir haben zum Beispiel das erste Mal mit Lagerware gearbeitet, sprich keine Vorbestellungen, was ich vorher immer gemacht habe, um so ein bisschen das Risiko zu minimieren, dass irgendjemand auf irgendwas sitzen bleibt. Und das war ein krasses Risiko, weil ich natürlich nicht wusste, wie irgendwas davon ankommen könnte. Umso krasser war es dann, als nach 20 Minuten alles ausverkauft war. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die diesen oder alle nachfolgenden Drops in egal welcher Form supportet haben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wir haben richtig Bock, das Girl Cave-Universum noch weiter auszubauen und ich hoffe ihr auch. Noch krasser war es aber, die Zipper an so vielen von euch in echt zu sehen. Zum Beispiel bei der Gamescom. Denn dort hatte ich zum allerersten Mal ein richtiges Meet and Greet zusammen mit Sterzig. Diese gesamte Woche war eine super surreale Erfahrung für mich und ich bin unfassbar dankbar für alle Leute, die sich irgendwie die Zeit genommen haben, nach einem Foto zu fragen oder einfach Hallo gesagt haben. Aber genug davon, kommen wir zum Fazit. Ich habe vor einer Weile einen Post gesehen, der irgendwie einen Schalter in mir umgelegt hat. Keine Ahnung warum. Darin hatte jemand geschrieben, wenn du deine Zeit damit verbringst, Schmetterlinge zu jagen, fliegen sie weg. Wenn du deine Zeit damit verbringst, einen schönen Garten zu bauen, kommen sie von allein. Und dann hatte jemand darunter gepostet, und selbst wenn sie nicht kommen, hast du immer noch einen schönen Garten. Und für mich ist es nun Zeit, mich um meinen Garten zu kümmern. Und vielleicht kommen auch mal andere Gärtner und bringen mir irgendwelche Pflanzen oder Dünger oder Werkzeuge oder was weiß ich. Aber dann ist es meine Aufgabe,
Aufgabe zu schauen, was ich daraus mache. Und vielleicht kommen dann keine Schmetterlinge, aber andere coole Tiere, wie, keine Ahnung, Marienkäfer oder Würmer. Und wenn keine Tiere kommen, ist das auch okay, dann habe ich immer noch meinen geilen Garten und genieße die Aussicht. Aber genug von den Metaphern, was bedeutet das alles jetzt für die Zukunft? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass sich der Name dieses Kanals ein bisschen geändert hat. Bedeutet, das hier ist der Kanal, auf dem ich Stream-Highlights posten werde. Also genau das, was ich eigentlich schon seit 2 Jahren mache. Allerdings habe ich jetzt noch einen neuen Kanal und auf dem möchte ich posten, worauf ich Bock habe. Ich habe zum Beispiel Bock auf das ein oder andere Essay oder Commentary-Video. An 2 Videos sitze ich auch bereits. Eins davon trägt den Arbeitstitel Ich habe 100 Tage in Animal Crossing gelebt. Aber grundsätzlich soll dieser Kanal einfach meiner Selbstverwirklichung dienen, wo ich auch wieder selber schneide, Skript schreibe und der ganze Kram. Ich möchte einfach, und es klingt jetzt übel theatralisch, aber ich möchte einfach wieder das Video machen als so Kunst und Handwerk irgendwie schätzen lernen. Weil ich habe das Gefühl, sobald man sich so ein bisschen auf dieses Wachstum versteift, vergisst man den Part daran, der irgendwie eigentlich Spaß macht. Für mich zumindest. Wie oft da was kommt? Kein Plan. Pff. Vielleicht kommt da einmal im Jahr was, vielleicht öfter, vielleicht seltener. Das Ziel ist, dass ich irgendwann mal aus meinem Garten komme, euch zeige, woran ich gewerkelt habe und dann wieder abzische. Und generell möchte ich nur noch Videos posten, wenn ich das Gefühl habe, dass es passt. Und das gilt ab jetzt auch für diesen Kanal. Ich möchte mir nicht krampfhaft irgendwas ausdenken und aus den Fingern saugen müssen, nur damit ich irgendeine mir selbst auferlegte Deadline einhalte. Ich möchte Videos hochladen, wenn sie fertig sind und wenn ich sie als gut erachte. Das könnte zu einem Zeitraum mal mehr, mal weniger sein. Aber im Grunde möchte ich einfach die Qualität vor die Quantität stellen. Auch wenn einem natürlich so eine Deadline helfen kann, eine gewisse Routine einzuhalten, glaube ich, dass in der Vergangenheit einige Videos davon profitiert hätten, wenn man denen ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, indem ich zum Beispiel einfach mal ein Spiel von vorne bis hinten durchspiele, bevor ein Video rauskommt, oder indem man vielleicht noch ein paar Sachen im Schnitt anders gemacht hätte. Dieses Video ist tatsächlich schon der erste Schritt davon, denn eigentlich wollte ich das hier Ende des Jahres hochladen, aber dann dachte ich mir, ich gönne mir vielleicht doch lieber die Zeit, meine Gefühle vernünftig runterzuschreiben, mich vielleicht mit anderen noch auszutauschen zu dem Thema, und ich glaube, das war die bessere Idee. Außerdem möchte ich gerne mehr mit Creatoren machen, mit denen ich vielleicht noch nicht so viel zu tun hatte. Ich möchte mich da einfach ausprobieren und andere Communities kennenlernen. Und sollte da mal ein Henne oder ein Sterzig dabei sein, möchte ich zumindest versuchen, das in Videoform nicht so sehr an die große Glocke zu hängen. Ausnahme ist jetzt zum Beispiel das PC-Setups bewerten Video, da war natürlich der Sinn, dass da Gastauftritte waren. Ich habe es zum Beispiel in meinem Kochkursvideo so gehandhabt, dass auf dem Thumbnail oder Titel nicht ersichtlich ist, ob da jemand dabei ist oder nicht. Bei meinen Vlogs habe ich es, wie bereits gesagt, ja damals so gemacht und das ist eigentlich die Schiene, mit der ich mich ganz wohl fühle. Ist dann immer ein bisschen so, als wäre es ein kleines Easter Egg. Nichtsdestotrotz möchte ich die Collabs mit Henne und Sterzig ein bisschen runterfahren, habe ich ja im Vergleich zu 2022, 2023 schon ein bisschen gemacht. Klar gab es so ein paar Kampagnen, natürlich das 100k Special, aber ansonsten habe ich wirklich versucht, da ein bisschen weg von zu kommen und das möchte ich auch weiterhin machen, einfach damit ich mich selbst so ein bisschen von diesem Abhängigkeitsgefühl lösen kann. Komplett verbieten werde ich mir natürlich nichts, man weiß ja nie, was sich im Laufe des Jahres vielleicht für Gelegenheiten ergeben könnten, aber der Fokus liegt auf jeden Fall auf Solo-Content und Content mit anderen Creatoren. Und tatsächlich habe ich da auch schon was geplant. Wie es sich für einen guten Streamer gehört, habe ich mal wieder zu den Amis rüber geluschert und bei einem meiner Favorites, Alpharet, gesehen, dass er einen Haufen Streamer in das Spiel Neon White geworfen hat. Neon White ist ein First-Person-Shooter-Plattform, Speedrun-Game. Alle Leute sind blind reingegangen, sprich, die hatten keine Ahnung von dem Spiel. Und da ich selbst auch mal eine ganze Weile süchtig nach diesem Spiel war, wollte ich es ihm einfach gleich tun und ein paar Streamer zu einem ähnlichen Wettkampf einladen. Es haben unfassbar coole Leute zugesagt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Und das Ganze findet am 9.01. um 19 Uhr auf meinem Twitch-Kanal statt, aber auch bei allen Teilnehmenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt, weil das ist ein Fortnite-Type-Crossover, basically. Ja! Das war auch eigentlich schon alles. Es tat auf jeden Fall gut, das alles mal rauszulassen, wobei mein Twitch-Chat dieses ganze Geleier schon kennt. Mehrfach. Ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung nachvollziehen und seid offen für das, was in der Zukunft so passiert. Und wenn nicht, auch okay. Für mich fühlt sich dieser Weg auf jeden Fall nach dem Richtigen an. Und wenn es bedeutet, dass ich für den Rest meiner Karriere als Content Creator dieselben oder eine geringere Anzahl an Viewern, Followern, Klicks habe, Digga, so be it. Zu guter Letzt wollte ich nochmal Danke sagen. Danke an alle, die meinen Videos, insbesondere denen, in denen ich allein war, in den letzten 2 Jahren eine Chance gegeben haben. Danke an alle, die im Stream vorbeischauen, lurken, chatten, was auch immer. Danke an alle, die sich ein Girl Cave Piece gekauft haben. Danke auch nochmal an Anjor, ohne den mein Kanal nicht ansatzweise dort wäre, wo er ist. Danke an Dizzy, die mich 2021 dazu ermutigt hat, YouTube mal ein bisschen ernster zu nehmen und regelmäßiger zu posten. Und natürlich auch vielen Dank an Max, der immer an meiner Seite ist. Wir haben letztens über all diese ganzen Sachen gesprochen, und er meinte, er hätte den Eindruck, dass 2023 so das Jahr war, in dem ich wirklich das erste Mal richtig angekommen wirke. Und besonders zum Ende hat es sich für mich auch so angefühlt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wann auch immer das bei diesem oder dem anderen Kanal sein wird. Ansonsten sehen wir uns im Stream oder auf irgendwelchen Socials. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich wünsche euch allen ein wundervolles 2024. Ich hoffe, dass sich all eure Wünsche und Träume erfüllen werden. Und bis dahin, macht's gut.